mein Name ist Carsten Herde, bin seit 15 Jahren im Unternehmen der Johanniter Unfallhilfe. Als ich damals die Funktion des Vorstandes übernommen habe, war eines der vielen Themen, unter anderem auch das Thema die Vielfalt unserer Schließanlagen. Das Lasten-F beinhaltete, dass ich damals gesagt habe, wir brauchen ein einfaches und selbsterklärendes System. Es sollte bedienerfreundlich sein. Wir wünschen uns ein System, was sehr wartungsarm ist. Wir brauchten ein System, wo wir weder an den Türen Strom noch in den Schlüsseln Batterien brauchen, aus meiner Sicht immer sehr anfällig. Wir brauchten eine Dokumentation über Zutrittsberechtigung, im Idealfall sogar mit zeitlichen Einschränkungen. Wir wollten geringe Wartungskosten haben und wir brauchten eine preiswerte Alternative, wenn Schlüssel verloren gehen. Wir sind dann mit mehreren Herstellern ins Gespräch gekommen und haben ein sehr, sehr positives Gespräch mit der Firma iLock geführt und haben uns für eine digitale Schließanlage S10 entschieden. Wir brauchten eine hohe Flexibilität an die Schließzylinder und auch an die Schlüssel, da wir unterschiedliche Einsatzgebiete haben, unterschiedliche Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Zugangsberechtigung haben mit unterschiedlichsten Türen. Besonders positiv möchte ich nochmal erwähnen, dass natürlich die Schlüssel keinerlei Strom bzw. Batterien brauchen. Bei der ersten Begegnung, nenne ich es mal, mit dem Schlüssel, war ich eher positiv überrascht, wie einfach ein System sein kann und hinten raus so viele Möglichkeiten geboten werden. Meine Kollegen vor Ort programmieren auch die Geräte bzw. die Schlüssel und die Schließzylinder und verwalten alle Schlüssel, die es komplett bei uns im Verband gibt, hier vor Ort. Auch bei längerem drüber nachdenken fallen mir jetzt keine Punkte ein, wo ich sage, Pro und Contra kann man eigentlich nur immer wieder oder kann ich nur wiederholen, permanentes Pro für dieses Produkt.